Königin Mathilde, die erste First Lady Deutschlands. Stammmutter der Ottonen, des ersten deutschen Königshauses. Frau König Heinrichs I. Mathilde lebt im 10. Jahrhundert. In einer Zeit schwerer Kämpfe und großer Gottesfurcht. Eine Frau an der Seite der Macht. Extrem fromm, aber auch eigensinnig. Wer war sie? Was trieb sie an? Welchen Einfluss hatte sie? Es wurde viel über sie geschrieben. Ungewöhnlich für diese frühe Zeit. Es gibt zwei Lebensbeschreibungen. Da kommen auch fromme Taten vor, es kommen fast Wunder vor. Aber sie wird nicht als Heilige dargestellt, sondern als eine Frau, die wirklich ihre Aufgaben, gerade auf dem Gebiete der geistlichen Leistungen, erfüllt, dabei eben sehr energisch ist und offensichtlich auch Konflikte riskiert. Mathilde, eine außergewöhnliche Frau und Königin. Um 900. Mathilde wird in Herford im Stift ihrer Großmutter erzogen. Adlige sächsische Töchter erhalten hier eine gute Ausbildung. Sie lernen lesen und schreiben und was sie sonst noch für eine standesgemäße Ehe so alles brauchen. Ein Stift ist eine religiöse Gemeinschaft, aber kein Kloster. Nach ihrer Ausbildung können die Mädchen den Ort wieder verlassen und heiraten. Ein zeitgenössischer Chronist schreibt über Mathilde: Im Kloster Herford befände sich ein gar herrliches Mädchen mit Namen Mathilde, deren Adel ausgezeichnet war. Sie stammte nämlich aus dem Geschlechte Widukinds, des Herzogs von Sachsen. Widukind, Mathildes Urahn, lebte 200 Jahre zuvor. Der sächsische Herzog betete noch zu heidnischen Göttern, verehrte die Natur. Der fränkische Herrscher Karl, später der Große genannt, wollte ihn und sein Volk christianisieren, mit dem Schwert. Es folgte ein langer, erbitterter Krieg mit vielen Toten. Am Ende siegte Karl. Widukind musste sich unterwerfen und ließ sich taufen. Von seinem Taufpaten Karl dem Großen soll er dafür reiche Geschenke erhalten haben. Eine Taufschale und vieles mehr. Gefäße mit Reliquien, Gold und Edelsteinen. Das Christentum hatte überall in Sachsen gesiegt. Enger in Westfalen, nahe Herford. Widukinds Heimat. Hier in der Stiftskirche soll er begraben liegen. Eine Grabplastik erinnert an ihn. Mathilde wird 895 in Enger geboren. Sie ist Nachfahrin des sächsischen Herzogs, dessen Ruf legendär ist. Da ist also klar, dass die Nachfahren Widukinds zum höchsten Adel in Sachsen gehören, dass man stolz war, wenn man zu dieser Verwandtengruppe gehörte und auch politisch Einfluss nehmen konnte. Und das war ja Mathilde als Nachfahrin Widukinds, war sie eine begehrte Partie. Und Stifte in dieser Zeit sind ein beliebter Heiratsmarkt. Adelige Herren schauen gerne vorbei. Sie hoffen, hier eine Braut aus gutem Hause zu finden. So auch der 33-jährige sächsische Adelige Heinrich. Er hat ein Auge auf Mathilde geworfen. Da trat sie hervor, auf den schneeigen Wangen mit der Flammenröte übergossen. Und als wären glänzende Lilien gemischt mit roten Rosen. Als Heinrich sie erblickte, heftete er sein Auge auf die Jungfrau, so sehr von Liebe zu ihr entzündet, dass das Verlöbnis keinen Aufschub erlitt. Das Interessanteste an dieser Brautwerbung ist eben,
dass Heinrich mehr oder weniger doch ultimativ von der Großmutter verlangt, dass er Mathilde gleich mitnehmen will. Und die Quellen sagen, dass sie in aller Herrgottsfrühe heimlich am nächsten Morgen aufbrachen. Und es scheint so, als ob sich Heinrich, was eigentlich undenkbar ist, nicht um das Einverständnis der Eltern bemüht hat. Fest steht, 909 nimmt Heinrich Mathilde gleich mit. Ihr Brautzug führt von Herford über verschiedene Pfalzen und Königshöfe nach Osten. Schon unterwegs in Wallhausen heiraten sie. Ihr Ziel ist Quedlinburg. Quedlinburg, die Stadt am Harz mit dem Damenstift auf dem Schlossberg, wird zur Lieblingspfalz der ottonischen Könige und ein wichtiges Zentrum ottonischer Herrschaft. Auch Mathilde und Heinrich halten sich gern hier auf. Jahre später, Mathilde als Königin. 919 war ihr Mann zum König erhoben worden. Ihre Hauptaufgabe hat sie inzwischen erfüllt, für Nachfahren zu sorgen. Sie bekam 5 Kinder: Hedwig, Gerberga, Otto, Heinrich und Brun. Fortan gilt sie als Stammmutter der Ottonen, des ersten deutschen Herrscherhauses. Neben ihrer Rolle als Mutter hat sie ihren Ehemann zu besänftigen und zu beraten. Sie weiß, von Heinrich werden Strenge und Gerechtigkeit erwartet, von ihr Milde und Güte. Dass sie ähnlich wie die anderen Königen später, von denen das bezeugt ist, sich dafür verwandt hat, dass der König also nicht zu streng urteilte, dass sie natürlich fromme Anliegen gefördert hat. Und da spielt die Milde und die Barmherzigkeit eine große Rolle. Denn nur ein frommes Leben sichert im Mittelalter das Seelenheil. Das gilt auch für die Königsfamilie. Mathilde spendet großzügig für Kranke und Bedürftige und setzt sich freigebig für die Schwachen ein. Denn eins darf das Herrscherpaar nicht, sich knausrig und hartherzig zeigen. Und da handelt Mathilde vorbildlich. Insofern gibt es eine Fülle von Gründen Heinrichs, auch auf seine Frau zu hören, gerade in den Dingen, die mit Religion zu tun haben. Denn das war ihre Aufgabe, für das Gebetsgedenken an die lebenden und verstorbenen Freunde und Verwandten zu sorgen. Und da hat sie sicher mit einiger Intensität daran gearbeitet. Mathilde lässt die Namen der Familienangehörigen in Listen eintragen und diese an ausgewählte Klöster schicken. Die Mönche und Nonnen dort beten für das Seelenheil der Verstorbenen. Dieses Gebetsgedenken, Memoria, wird bald besonders wichtig, denn jetzt geht es darum, eine große Gefahr von außen abzuwehren. Aus Südosten greifen immer wieder heidnische Ungarn an. Sie brennen Dörfer, Kirchen und Klöster nieder, plündern und sind auf ihren Pferden schnell wieder weg. Die Ungarn waren wirklich eine Geißel Gottes, der man eigentlich lange nicht Herr wurde. Das lag militärisch gesehen schlicht daran, dass das ja schnelle Reiterheere waren, die nur mit leichter Bewaffnung, vor allen Dingen als Bogenschützen, sehr gefährlich waren und schnell auftauchten, plünderten, raubten, mordeten und dann mit ihrer Beute wieder abzogen. In dieser schweren Zeit vertrauen die Menschen auf Gott und bitten ihn um Hilfe. Sie wissen, nur durch seine Gnade und sein Wohlwollen können sie die heidnischen Ungarn doch noch besiegen. In den Klöstern wird gebetet, so intensiv wie kaum je zuvor. Für die Ritter, die kämpfen, genauso wie für die Bauern, die arbeiten und die Burgen instand setzen. So kann man wirklich von einer großen Gebetsbewegung
sprechen, die eben ausgelöst wurde, um Gott zu bitten, doch gegen die Ungarn zu helfen. Und im nächsten Jahr ist dann eben die Schlacht gegen die Ungarn auch gewonnen worden. 933 besiegen Heinrich und sein Heer die Ungarn in der Schlacht von Riade, einem Ort in Thüringen an der Unstrut. Alle glauben, dass Gott ihnen diesen Sieg geschenkt hat. Überall im Reich finden Dankesgottesdienste statt. König Heinrich ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Doch im Alter macht er sich Gedanken über die Zukunft. Was wird, wenn er stirbt? Im Mittelalter droht stets der plötzliche Tod, auch einem König. Wichtig ist, dass dann alles geregelt ist. So will er auch seine Frau Mathilde versorgt wissen. Diese soll auch noch als Witwe standesgemäß leben können. Neben dem reichen Quedlinburg überträgt Heinrich ihr Güter an verschiedenen Orten in Sachsen als Witwengut. Quedlinburg, Nordhausen, Duderstadt, Pölde und Grone. Damit ist sie gut versorgt, auch über seinen Tod hinaus. Mathilde kann die beträchtlichen Einnahmen aus diesen Orten für ihren Lebensunterhalt nutzen. Man muss sich das als immense Besitzungen vorstellen, mit den Leuten, die auf diesen Besitzungen als Leibeigene arbeiten, mit den Gutsverwaltern und so weiter. Daraus kann die Königin Abgaben bekommen in Naturalien, also Schweine, Kühe, Hühner, Eier und so weiter. Und diese Sachen lassen sich dann in Geld umsetzen, denn es ist davon die Rede, dass das offensichtlich sehr, sehr reiche Besitzungen waren. Diese werden aber nicht ihr Eigentum. Nach ihrem Tod sollen sie an das Königshaus zurückfallen. Doch darüber wird sich Mathilde hinwegsetzen. Mit den reichen Einnahmen wird sie eigenmächtig Stifte und Klöster gründen und sich damit einigen Ärger einhandeln. Doch das Wichtigste für Heinrich ist zunächst: Wer wird sein Nachfolger? Er bestimmt, das Reich wird nicht mehr unter den legitimen Söhnen geteilt, sondern Otto, der erstgeborene Sohn, wird künftig alleiniger König des Ostfränkischen Reiches sein. Und damit ist das Haus wirklich geordnet. Seine Frau hat ihr Witwengut, der älteste Sohn ist zum Nachfolger bestimmt, der zweite muss sich mit Schätzen begnügen. Und ist natürlich nicht sehr zufrieden damit, weil er sich doch um sein Königtum betrogen fühlte. Ottos Bruder Heinrich wird sich rächen. Mit Morddrohungen und Attentaten. Die ersten Regierungsjahre Ottos werden deshalb unter düsteren Vorzeichen stehen. 936. Mathilde am Sterbebett Heinrichs. Dieser wird in Quedlinburg in der Krypta der Stiftskirche begraben. Mathilde überlebt ihn 32 Jahre. Sie stirbt 968 und wird an seiner Seite bestattet. Als Witwe hatte sie zuvor auf ihren Gütern zahlreiche geistliche Gemeinschaften gegründet. Gerade ihre letzte Stiftung, Nordhausen, wird nach ihrem Tod ein gewaltiges Nachspiel haben. Dort läuten 972, 4 Jahre nach Mathildes Tod, die Alarmglocken. Die frommen Damen sehen den Bestand ihres Stiftes bedroht. Sie beten für ihre Rettung. Doch wird das allein in dieser Situation reichen? Die Unglücksbotschaft kam von Mathildes Enkel Otto II., dem neuen König. Er hatte die byzantinische Prinzessin Theophanu geheiratet und ihr Witwengüter übertragen. In der Heiratsurkunde stand, zum großen Schrecken der Stiftsdamen, auch Nordhausen. Weil es bekanntlich unserer Großmutter Mathilde für die Zeit ihres Lebens durch göttliche Fügung gegeben wurde, so Otto. Und damit ist klar, dass
die Zukunft des Stiftes sehr bedroht war, weil der ganze Besitz, den Mathilde diesem Stift zugeeignet hatte, soll nun der neuen Königin zur Verfügung, und zwar zur freien Verfügung, für ihre Lebzeiten stehen. Und das wollen die Stiftsdamen in Nordhausen um jeden Preis verhindern. Sie greifen zur Feder und nutzen die Lebensgeschichte ihrer vorbildlichen Gründerin Mathilde, um jetzt ihren Enkel zu bewegen, die Übertragung an Theophanu zu überdenken. Und das war natürlich offensichtlich das Alarmzeichen für Nordhausen, dass man nun hinging und eine Lebensbeschreibung schrieb, die zeigte, den Ottonen ging es immer ganz schlecht, wenn sie den Wunsch oder die Wünsche ihrer Mutter nicht erfüllten. Und in diesem Falle schien es ja ganz dramatisch zu werden. In ihrer Not ermahnen sie Otto II. Eindringlich, nicht den gleichen Fehler zu begehen wie zuvor sein Vater Otto I. Dieser hatte sich mit seiner Mutter Mathilde heftig gestritten. Er wollte ihren Einfluss auf geistliche Einrichtungen zurückdrängen. Sie agierte ihm viel zu eigenmächtig. In Quedlinburg demonstrierte er seine Macht. Nicht Mathilde sollte entscheiden, was hier passiert, sondern er. Deshalb gründete Otto I. 936 auf dem Schlossberg ein Kanonissenstift mit Brief und Siegel. Die Rechte Mathildes wurden damit stark eingeschränkt. Er zeigt auf, dass er nicht seiner Mutter eine freie Verfügungsgewalt über diese Stiftsgüter zubilligt. Und von daher kann man auch leicht eine Brücke zu seinen späteren angeblich bösen Handlungen gegenüber seiner Mutter schlagen, weil sie ja mit diesen Gütern jetzt nur so umgeht, sie verschenkt, sie den Armen gibt und so weiter, als ob es ihr Eigentum sei. Und das unterbindet er. Otto I. sah sich völlig im Recht. Mithilfe der Urkunde und Vergleichsfällen aus diesen Jahrhunderten kann man rekonstruieren, dass dort eigentlich Otto im Recht war und die Mutter etwas tat, was mehrere andere Königinnen auch versucht haben später, aber was nicht mit dem gültigen Recht dieser Zeit in Einklang stand. Mathilde fühlte sich aber moralisch im Recht. Doch ihr Sohn Otto blieb unerbittlich. Otto der Große hat seine Mutter gehindert, die frommen Werke zu tun, die sie vorhatte, vom Kloster Quedlinburg oder Stift Quedlinburg aus. Sie wollte eben Arme speisen, sie wollte Pilgern Gutes tun und so weiter und natürlich auch die Nonnen mit ihren Schätzen ausstatten, gut ausstatten. Und der König hat Schergen ausgeschickt, die Diener, die diese Schätze durch die Lande offensichtlich trugen, gefangen nahmen und ihnen die Schätze wegnahmen. Und er hat schließlich seine Mutter gezwungen, diesen Ort ihres Wittums Quedlinburg zu verlassen. Für die schreibenden Stiftsdamen in Nordhausen ein Skandal, der jetzt in allen Farben ausgemalt wird. Denn als sie so herbes Leid erfuhr, zog sie heim zum väterlichen Erbe und begab sich in die westwärts gelegene Zelle in Enger. Wo sie jedoch nichtsdestotrotz beharrlich die gewohnte Mildtätigkeit übte. Denn die Gnade des Heiligen Geistes ruhte auf Mathilde. Und sehr viel Liebe hatte sie bei Gott. Und in einem sind sich die Verfasserinnen ganz sicher. Für Otto I. hat sich sein hartherziges Verhalten bitter gerächt. Es hat sich aber sofort Gottes Zorn gezeigt, sagen die Lebensbeschreibungen. Weil nämlich, nachdem Otto die Mutter so schlecht behandelt hatte, sofort sein Glück als König ausblieb und er nur noch Niederlagen erlitt. Und es soll seine Gemahlin gewesen sein, Edgit, die dann mahnend auf den König eingewirkt hat, er möge doch bedenken, dass er gegen die Mutter falsch handle. Denn himmlische Strafen sind es, die dich betroffen haben, weil du die beste Mutter gleich einer Fremden von der Regierung verdrängt hast.
möge daher die Allerfrömmste zurückgerufen werden. Und das bewegt Otto dazu, sich bei seiner Mutter untertänigst zu entschuldigen. Er hat sogar angeblich einen Fußfall vor der Mutter gemacht und sie um Verzeihung gebeten. 20 Jahre später soll Mathilde erneut in größter Sorge gewesen sein. Diesmal wegen ihrer letzten Gründung in Nordhausen. Was wird aus dem Stift, wenn sie mal tot ist? Sie bittet Otto inständig, ihr zu versprechen, dass er es weiterhin erhält und unterstützt. Genau das sagt er ihr bei einer letzten Begegnung zu. Diese soll, so die schreibenden Stiftsdamen, in Nordhausen stattgefunden haben. Mathildes frommer Wunsch wird erfüllt und sie ist vor Dankbarkeit ergriffen. Nach dem Wegritt ihres Sohnes eilte die Mutter zurück in die Kirche. Sie beugte die Knie und küsste die Spuren des hinwegziehenden Sohnes. Dies wurde Otto gemeldet. Er kehrte zurück und fragte sie: Mit welchem Dienste vermögen wir euch diese Tränen zu vergüten? Mathilde antwortete: Möget ihr unserer Seele nur die eine Gunst gewähren, dass ihr sorgsam dieses Orts gedenket. Da sind aber diese Lebensbeschreibungen sehr stark in der Argumentation, weil sie ja wirklich von Geschichten handeln, die, wenn sie so abgelaufen sind, ganz klare Unterteilungen in Gut und Böse. Der König und Kaiser ist der Böse, die Mutter ist die Gute. Und von daher ist es klar, wenn sich sogar dieser Böse nachher hat bekehren lassen, dann müssen natürlich seine Nachfolger das, was er zuletzt getan hat, beherzigen und fortführen. Und so geschieht es. Die Strategie der frommen Stiftsdamen geht 972 voll auf. Auch unter Mathildes Enkel Otto II. Bleibt das Stift erhalten. Und weil das mit dem Ermahnen des aktuellen Königs durch die Erinnerung an die fromme Mathilde so gut geklappt hat, greifen die Schreiberinnen 30 Jahre später gleich wieder zur Feder. Nach der Familienlinie Ottos ist 1002 die Linie Heinrichs an die Macht gekommen. Jetzt wird gleich noch eine weitere Lebensbeschreibung über Mathilde verfasst. Diesmal auf den neuen Herrscher Heinrich gemünzt, um ihn gnädig zu stimmen. Im Mittelalter heiligte der Zweck die Mittel. Und der Zweck, der hier vorliegt, nämlich dem Kloster sozusagen seine Existenz zu erhalten, heiligte ja die Mittel sicher, einige Dinge so darzustellen, wie sie vielleicht in der Realität nicht ganz gewesen waren. So oder so, es ist eine Erfolgsgeschichte. Durch den ungewöhnlichen Einsatz der frommen Schreiberinnen bleibt das Stift Nordhausen erhalten. Und ebenso die Erinnerung an die vorbildliche Gründerin Mathilde. Und im Chor des Domes hängen alle Beteiligten heute friedlich nebeneinander. Auch wenn in den Lebensbeschreibungen nicht alles wahr ist, eins ist sicher: Mathilde war eine außergewöhnliche Frau und Königin. Sie wusste sich durchzusetzen und hat sichtbare Spuren hinterlassen.